Hier machen wir auch wieder Foundations hin. Ja, die Fläche wächst. So wollten wir es doch haben. Das heißt, wir kommen unserem Ziel ein wenig näher. Zumindest ist ein wenig. Der Nebel könnte mal weg. Weg! Ja, dann haben wir zumindest. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich so weit rangehen können. Das wird noch einiges an Material verschlingen. Aber ja, wir bauen unser eigenes kleines Dörfchen hier. So mäßig. Das wird eben halt unsere Werkstatt so mäßig, unsere Hauptbasis. Da wird sich einiges abspielen. Hier möchte ich noch ein Gebäude hinsetzen. Wahrscheinlich auch noch ein extra Lager, denn wir haben leider nicht so viel Platz in dem Teil drin, ne? Auch wenn wir, wenn ich jedes Mal das Gefühl habe, boah, reicht, reicht. Aber ihr seht, wir fangen einmal an zu bauen, das ist alles wieder weg. Und wir haben nichts geschafft gefühlt. Doch, also die Plattform ist echt riesig geworden mittlerweile schon. Ein bisschen Material haben wir noch. Ja, ich weiß, es gibt diese besagten Schränke, die sind auch immer noch voll. Wir können ja einmal gucken. Oh nee, die vorderen habe ich noch gar nicht gefüllt gehabt. Ha. Ja, voll. Aber nein, dürfen wir nicht. Nur wenn wir herum experimentieren. Unsere Ware ist hier drinne und sie sagt, das ist kein Holz mehr da. Nein, müssen wir schon los? Echt jetzt? Boah, hier ist noch ein bisschen. Ich wollte schon sagen. So gar nichts mehr, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, wir wollen die. Ganz viel die. Okay, wir haben aber noch 338 in der Tasche, sehe ich gerade. Also wir können auch erstmal hier eine Portion Stein. Nehmen wir erstmal hier raus. Rausnehmen. Und dann mal sagen, stell doch mal hierher. 10 Stück würden eigentlich gehen. Heißt, es geht der Stein wieder aus, oder? Setch. Setch. Stroh, Entschuldigung. Stroh, Stroh, Stroh. Ich muss mich auch immer noch dran gewöhnen. Wenn man so lange Zeit jetzt die ganze Zeit. Englisch drin hatte, dann ist das dann doch schwer, selber. Ja, die eigene Landessprache wieder zu benutzen. Für manche Begriffe. Noch kommen wir rüber. So, ich würde sagen, die drei machen wir noch. Dann kleistern wir die erstmal wieder hin. Genau, denn dann können wir noch vielleicht gleich noch ein paar Pfeiler setzen. Wenn wir den Megaleck überlebt haben. Da haben wir einen Affen. Da hinten, ein Gorilla. Würde ich mir ja auch am liebsten tamen, ne? Also, na, wollen wir? Wollen wir? Denn die sind mega klasse. Mit denen, die gehen los und farmen für einen Fiber. Ganz einfach. Den sagst du, ne? Lauf los und der ist den ganzen Tag am Rumrennen. Problem ist nur, wenn der hoch ist und dir, ja, das mit dem Tame, das könnte blöd enden. Gerade bei meinem Talent. Ja, und wieder herrliche Musik, die wir zu hören bekommen. Schaut in die Beschreibung. Habe ich alles verlinkt für euch. Ach ja, können wir voll durchziehen. Volle Elle, Frikadelle.
Okay, hier ist Schluss, glaube ich. Ja, weil wir out sind. Out of Foundation. Plattform. Boden, wie auch immer. Jetzt haben wir extra die Pfeiler hergestellt und wir brauchen sie gar nicht. Nein, wir brauchen sie nicht. Dann müssen wir nochmal hinein und... Na, ihr beiden? Ja, und wo ich gerade dabei war. Na, ihr beiden, und ja, ich bin wieder zurück. Es tut mir leid, ich musste eben ja in der Aufnahmepause gehen, denn das Telefon klingelte leider. Das heißt, ich muss auch die Tonspur wieder bearbeiten und. Eigentlich habe ich rechtzeitig schnell die Klappe gehalten. Dann habe ich auch noch schnell aber abklären können, dass der Alpha beseitigt ist da hinten. Ja. So, wir sind wieder dabei. Moment, ich sehe gerade, das Mikro ist ein bisschen weit weg. Ich schaue mal kurz nach rechts auf dem anderen Monitor. So. Oder? Nochmal ein bisschen hoch. Und jetzt sollte das besser laufen. So. So. Na, ihr beiden, wir wollten Plattform machen, ne? Was wollten wir? Was wollten wir? Was wollten wir? Was wollten wir? Ja, wir wollten das letzte Material verwenden. So war das und nicht anders. Ja, ein bisschen Stein haben wir noch. Wir brauchen aber Holz. Haben wir eigentlich noch woanders Holz oder war es das dann auch wieder? Es war es echt. Scheibenkleister. Okay, wir nehmen das noch mit, was wir reinschmeißen können. Stein. Davon könnten wir 5, davon 7. Dann machen wir erstmal die. Ich hätte sonst gedacht, sonst bauen wir ums Haus noch ein bisschen. Ein paar mehr hingekriegt hätten. Ich glaube, liegt auch am Holz, ne? Na gut, dann müssen wir uns gleich auf Peaches schmeißen. Da der Alpha Raptor weg ist, den hätten wir auch nicht beseitigt gekriegt, denn Level 120 kann von unseren Sauriern, glaube ich, keiner killen. Also leider auch nicht unser Spino, auch wenn der gut was wegschafft, aber das schafft er nun auch nicht. Nein, wir machen mehr davon. Alle. Es ist vorbei. Ein Moment. Ich hoffe, das funktioniert. Ohne, dass das in der Aufnahme stört. So, da haben wir wieder Musik. Juhu. War so still. Ja, ich hoffe, die ist nicht zu laut und sonst drehe ich mich einfach ein bisschen in der Nachbearbeitung lauter. Dann schrei ich euch mehr an. Alter, was leckst du denn so? Okay, wir können hier mal kurz durchsortieren. Das Problem ist, wir haben ja auch nicht wieder so viel Stein. Ich möchte jetzt aber keine riesen Farmfolgen schon wieder machen. Denn es ist wirklich so, wir farmen uns echt rein ab. So, wir werden ein bisschen Holz farmen, auf jeden Fall. Ich werde wohl wahrscheinlich demnächst ein bisschen offscreen farmen. Damit wir eben halt ein bisschen mehr im Bauen verbringen können. Dann werden wir auch demnächst wieder mal was starben. Wenn wir es nicht wahrscheinlich jetzt noch tun. Oh, wir müssen erstmal essen. So, dann einmal kurz in die alte Together Base. Was haben wir denn da hinten? Stimmt, wir nehmen einmal kurz den.
Und dann erstmal schauen gehen, was hier eigentlich ist. Das kann immer gut von Risiko sein, wenn du einen Server neu startest und einmal die Dinos plättest. Okay, ist nichts los. Also wir haben das echt schon gehabt, dass dann hier Raptoren waren und bei uns. Kann leider schnell dazu führen, dass wir doch nochmal alles umgebaut. Das sieht aus. Wer war das nun? Weil wir bauten so einen Dreck. Hier kriegst du gar nichts von den Drogen. Moment, wir müssen dich wieder umstellen. So wollen wir dich. Das heißt, wir holen uns eben Futter oben aus dem Kühlschrank. Denn wir waren ja heute auch wieder fleißig, haben natürlich auch ein bisschen was gekocht. Für alle Mann, wie man sieht, waren wir sehr fleißig. Die Tröge waren leer. So. Und die Kühlschränke sind, glaube ich, auch noch massig voll. Ja, massig nicht mehr, aber... So, einmal ein Häppchen. Verklust. Ach, ich wollte die Plattform noch machen, ne? Haha. Laufe ich mit denen in der Tasche rum? Ich glaub's nicht. Okay, wir können auch hier rausgehen, denn... Peaches müsste hier hinten stehen. Jawohl, da ist sie. Oh, Eier. Die müssen wir einsammeln. Ich wollte schon sagen. So. Du hast da was im Gesicht. Alter. Du bist blau. Da. Lauf mit uns! Ja gut, das hat sich gleich wieder erledigt. Das ist unser. Die sind auch so geil zu reiten. Jetzt. Haben wir noch was in hier drin? Oh ja, das müssen wir dann nochmal rausholen. Das muss in... Bags, komm mal her. Ein Stück mal ran hier. Stell ich mal genau neben sie. Danke. Dann laden wir alles in ihn. Denn das kommt aus dem Together-Bereich. Das werden wir nicht mitnehmen. Das wird da noch dringend benötigt. Oh. Wie geht denn das schon wieder? Oh, Ark, du bist die reinste Katastrophe. Ja, das passiert oft uns oft genug. Ich hoffe, er hat diesmal wieder mit dran gedacht, sich auszulocken bzw. auszuziehen. Mittlerweile müssen wir es leider so handhaben. Weil oft genug solche Chaoten hier passieren. Das ist zum Beispiel Kampfkeks da, die Reste. Ich weiß nicht, was Shooter Games macht. Wildcard, Shooter Games. Wildcards wieder meint, ja, zu verkacken müssen. Knaller hat gesagt. Das Spiel ist mega geil, streitet keiner ab. Es macht mega Fun, aber solche Sachen stören dich echt. Stellt euch vor, du lockst mit deinen dicksten Sachen aus, weil du es musst. Keine Ahnung warum. Aus privaten Gründen ist ja auch egal. Apex steht noch zu Hause. Lockst aus und willst nächsten Tag wieder online gehen. Und musst feststellen, du warst tot. Und deine ganzen Sachen sind weg. Alle. Ja, deswegen entkleiden wir uns mittlerweile, legen alles. Deswegen sieht das Inventar auch immer so herrlich aus. Also... Ich habe ein paar Pfeile und eine Armbrust und nichts Wichtiges sonst. Die Klamotten wären jetzt gar nicht mal so schlimm gerade bei mir, weil ich gerade wirklich den letzten Schrott anhabe noch. Und mich dadurch nicht aufregen muss. Ja, du lockst aus und alles ist weg. Egal was, es ist weg.
egal wie kostbar, ist es weg. Und manche Sachen sind echt brutal herzustellen. Ja, es wird hier nichts drin sein. Er wird, wenn ich richtig liege, oben ausgelockt haben. So viel wie ich weiß, war er ein paar Tage lang nicht online. Keine Ahnung, ob er das hier war mit dem Aufreißen. Achso, das ist das Licht. Ich sehe, wir haben schon echt alles hier erlebt mittlerweile. Und ja, es ist leider knallhart so. Es nimmt bei vielen auch den Spielspaß. Ja, genau. Weil du jedes Mal ein Hau... Irgendwann hast du diese Sachen eben halt, schätzt du sie. Weil die Waffen oder die Rüstung ist blau, sie ist episch, sie ist so teuer von der Herstellung. Ja, und dann musst du einlocken und musst feststellen, das Spiel... Ja, schlägt dir so in die Fresse, als würde es keinen Morgen mehr geben. Es zeigt dir so krass den Finger, es mobbt dich. So viel leck mich am Arsch und... Fick dich, hast du vorher nie... Ja, sorry für den knallharten Ausdruck. Ertragen müssen, wie dieses Spiel es dir manchmal zeigt. Ich weiß, dass Alpha hier oben immer auslockt. Er wird hier durchgefallen sein. Schon vor Tagen. Und wird dadurch noch tiefer gefallen sein. Ja. Das wird ihm keine große Freude sein. Wenn er das erstmal erfährt. Ich hoffe für ihn, er hat wirklich dran gedacht, an unsere Absprachen. Alles auszuziehen, alles abzulegen. Ja, Problem ist nur, du kannst dem halt... Ja, man kann sich wieder hinstellen, ey, was, ne, ist doch in der Early... Okay, wieder den Scheiß. Und ist immer noch Early Access und hier und da und tralala. Ja, klar. Aber... Ich kann mich nicht als Entwickler hinstellen und sagen, pass mal auf, ihr könnt das Spiel spielen und ne, ihr unterstützt uns schon jetzt dadurch. Und das Spiel wurde, ich weiß, ich reg mich jedes Mal wieder auf. Ne? Es tut mir voll leid. Es tut mir voll leid. Jedes Mal das gleiche Thema. Ich bring's schnell zu Ende, versprochen. Ach du Scheiße, wir kriegen dann immer mehr eine Blaufase hier rein. Oh Gott, ich glaube, ich muss aufhören. Aber nicht jetzt, nicht mit euch. Ich pack mal die eine hier mit rein. Kann ich dick abkassieren, das... Und mich danach dann komplett... einigermaßen gut abkassieren. Und kann mich danach nicht einfach nur komplett... auf den nächsten Konsens stürzen. Content. Eher gesagt. Und sagen, pass mal auf, jetzt muss ich das noch für Xbox unbedingt in fertig kriegen. Ja, und das Resultat ist das. Also, wir müssen mal überlegen, ist es heute der, bei dieser Aufnahme, der 17.03.2016. Das Spiel gibt es seit 2015. Ja, und es läuft noch auf den wenigsten Grafikkarten. Also sogar die mega geilen Grafikkarten, wo jeder von uns gerne eine von hätte. Oder vielleicht manche. Da läuft es nicht flüssig genug. Also nicht für das, was die Karten können. Weil es immer noch nur auf einem System geschrieben ist.
AMD-Nutzer können sowieso völlig aus der Wäsche gucken, denn Wildcard hat sich mit Nvidia zusammengeschlossen gehabt, was die Codes betreffen. Ja, auch ich informiere mich ab und an mal. Ist schon alles ein bisschen länger, ein bisschen unstruder, glaube ich. Ich weiß gerade das Datum gar nicht. Jetzt haben wir das fertig. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen erstmal ein bisschen Holzfarm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ist einfach scheiße, wenn du stirbst. Und ja. Vor allen Dingen, wenn du noch nicht mal dran schuld bist oder nicht mal dabei warst. Ist es schade. Es ist scheiße, es ist ärgerlich, es muss nicht sein. Wildcard, seh zu, dass du was dran tust. Ansonsten gibt's bald eine E-Mail. Aber das wird dich genauso wenig interessieren wie mich oder meinen Zuschauern, denn es wird so bleiben. Ja, also, das war lange Rede, viel Spaß, kurzer Sinn. Wir widmen uns weiter dem Let's Play